So, pass mal auf, bevor wir kämpfen, ne? Folgende Strategie. Ich leg mir jetzt in die linke Hand. Lege ich mir jetzt mal spaßeshalber eine Gaganuss, die wir vielleicht auch sparen sollten, aber scheiß doch der Hund drauf. So, ihr beiden, ihr macht das schon, ne? Au, nicht auf mich! Genau, Schatz, du machst das! Ich glaub an dich! So, au! Na los! Ja, lästig werden können die wohl, das stimmt. Und diese Gaganüsse sind jetzt auch nicht gerade der Weisheit letzter Schluss. Genauso wenig wie der Sand, da kann man vielleicht ein bisschen Zeit gewinnen. Aber trotzdem fehlt mir das alte Ausweichen. Wahrscheinlich gerade deswegen, weil wir uns da so eine schöne Strategie zurechtgelegt hatten. Die jetzt natürlich nicht mal funktioniert. Na, keine Krabben hier. Die Black Pearl. Na gut, nicht ganz. Los, kletter, kletter, kletter. Na also. So, keine Viecher in Sicht. Aber da unten ein Blümchen. Wir gehen weiter ins Landesinnere. Wir folgen dem sandigen Pfad. Und ich glaube, die Gaganuss haben wir vorhin geworfen und die ist dann da gelandet. Die Frage ist, müssen wir jetzt auch hier lang, weil wir müssen bestimmt die Insel umrunden, um zum Turm zu kommen, weil das Schiff bestimmt so scheiße angelegt hat. Oh, was ist das? Na, kein Angriff? Na gut. Was haben wir denn da? Matrosenring. Goldwert. Klingenfest plus 5. Den gönnen wir uns. Komm, wo haben wir denn? Ring haben wir momentan. Muskete plus 5. Kugelsicher plus 5. Ring des Inquisitors? Wo ist denn jetzt der Matrosenring? Und wieso können wir nur einen Ring tragen, aber nur einen einzigen Finger? Ist doch doof. Mann, ich wünschte, ich hätte die 1000 Gold nicht angenommen. Ach so. Ich wünschte, wir hätten die Klamotten von dem alten Piraten behalten, aber es ging da nicht. Man ist da ja so ehrenhaft doof, wie man ist. Und denkt, man tut das Richtige, weil man selbstlos handelt. Puh. Nichts als Ärger hat man damit. Nichts als Ärger. Muschel und ein wenig Frachtgut. 4 von 10 Frachtgut haben wir jetzt gesammelt. Mal gucken, wer es haben will. Und ich fürchte, huch, hier noch eine Muschel, aber wir kommen hier nicht mehr weiter. Mist. Holt's der Klabautermann. Wie kommen wir denn dann zum Turm? Oder sollte das Schiff sogar richtig angelegt haben, dass wir da easy durchkommen? Das ist ja fast unglaubwürdig.
einfach schön. Die Alternative ist, dass wir tatsächlich in den Tempel müssen, was ich mir aber... Ja, kann ich mir das vorstellen? Also vorstellen an sich kann ich mir das schon, aber... Dazu brauchen wir das zweite Idol. Wo kriegen wir das her? Und die Gaganus da vorne brauchen wir auch. Geht's hier überhaupt in den Tempel? Oh. Halt! Apo Sheku! Seit wann kämpfen stinkende Piraten zusammen mit Molukken? Das Einzige, was hier stinken wird, ist deine Leiche, Stahlbart. Kata Opi! Was hat er gesagt? Nur wirst du das nicht mehr erleben, Kleiner. Kapuseku? Kapuseku Bambule. Was sagt er? Vorsicht, alter Mann. Wenn du dich mit uns anlegst, legst du dich auch mit Captain Crow an. Das trifft sich gut. Genau deshalb sind wir hier, ihr Landratten. Genug gequatscht. Mach mir sie fertig. Kata Opi! Patty, was? Er hat gesagt, zuerst töten wir den Idioten, der unsere Sprache nicht spricht. Angriff! Ich mach dich fertig. Au, nicht auf mich! Du alte Sackratte! Ich prügel dir dein scheiß Cappuccino-Blabla durch die Birne! Boah, Alter! Jetzt aber auch mal gut hier! Mit deinem scheiß Capoeira! Na los! Boah, Alter, jetzt bleib mir doch mal stehen! Na super! Ach, schleck mich doch am Arsch, du Scheißer! Du dreckiger Hund! Stirb im Gebüsch! Hey, wartet auf mich, ich will auch! Schnauze, 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 Captain Iglo! So ist's richtig! Das war gut! Das war nicht ganz so gut. Machen mit den Wilden gemeinsame Sache. Na gut, wenigstens wissen wir jetzt, woran wir sind. Sehen wir uns doch mal um. Jetzt warte doch mal. Und wieso der wilde Grog? Wir sind gerade angekommen und stecken schon bis zum Hals in der Scheiße. Tja, das Übliche. War es jemals anders? Nein. Und jetzt bin ich auch noch mit dir und meinem Vater unterwegs. Ach, das kann ja noch heiter werden. So, und jetzt sehe ich mir mal den Turm an. Da, das ist ja allerhand, was du hier sagst. So, pass mal auf. Rechte Hand. Haben wir den Offiziers, das Offiziersschwert. Was haben wir jetzt noch? Stichwaffen plus 10, 20 bis 40. Speer, Schaden 40. Kann man aber nur einmal werfen. 25 bis 30. Säbel 30 bis 40. Hiebwaffen plus 10. Wir sollten auf den Säbel gehen. Eine schwere einhändige Hiebwaffe mit breiter Klinge. Okay, Geschwindigkeit steht ja nicht, ne? Nee. Gut, dann haben wir den Säbel jetzt ausgerüstet. Und linke Hand, Pistole. Tja. Kicken wir mal. Hier am Turm werden wir unser Lager aufschlagen. Sieh dir an, was ich gefunden habe. Riech mal. Pester Takarigua rum. Ich wette, den hat der alte Buß noch höchstpersönlich gebrannt. Und? Was sagt ihr das? Ist doch klar. Die sitzen hier am Ende der Welt und besaufen sich. Kein Wunder, dass wir sie überrumpeln konnten. Oh Mann, alter Mann. Mehr fällt dir dazu nicht ein? Sollte es? Warum? Ich würde auch saufen, wenn ich hier festsitzen würde. Schon gut. Lass uns einfach weitermachen. Ei! Und der Stahlbart fragt sich nicht, wo der Rum von Takarigua wohl herkommt oder wie der hierher kommen könnte? Wie machen wir weiter? Crow hat sich Hilfe bei ein paar Wilden geholt.
Das heißt aber nicht, dass er den ganzen Stamm kontrolliert. Wir müssen herausfinden, wie viel Einfluss er schon auf die Wilden hat. Was ist mit den Protektoren? Vielleicht könnten die uns helfen gegen Crow. Wie ich die kenne, haben sie sich in Puerto Isabella verschanzt. Eine Sache macht mich ein bisschen stutzig. Wo ist Crows Schiff? Gute Frage. Vielleicht hat es Crow versteckt. Könnte sein. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Wenn die Inquisition Crows Schiff gekapert hat, liegt es vielleicht in Puerto Isabella vor Anker. Ja, wenn. Das traue ich der Inquisition aber nicht zu, mein Freund. Ich verstehe dein Interesse an dem Kahn nicht. Stell dir vor, Crow hat die Titanenharpune an Bord seines Schiffes versteckt. Dann wäre sie jetzt in den Händen der Inquisition. Nicht unbedingt. Ein Pirat wie Crow versteht es, einen Schatz so zu verstecken, dass keiner ihn findet. Okay, das sind ja alles schöne Geschichten, aber was tun wir jetzt wirklich? Du hast nun die Wahl, aber bedenke, dass es dein weiteres Geschick stark beeinflussen wird. Entweder wir sehen nach, was Crow bei den Eingeborenen anstellt, oder wir suchen sein Schiff bei der Inquisition. Der Crow selbst interessiert uns ja gar nicht. Es geht ja eigentlich nur um die Waffe. Was erwartet uns bei der Inquisition? Die Stadt Puerto Isabella liegt im Süden, an der Küste. Die Protektoren werden die Stadtmauern bewachen und Patrouillen werden das Umland erkunden. Wenn wir dahin wollen, folgen wir also der Küste. Ganz genau. Doch wir müssen vorsichtig sein. Warum vorsichtig? Worauf sollen wir achten? Dass sie uns nicht über den Haufen schießen, bevor wir Gelegenheit hatten, mit ihnen zu sprechen. Sie sind brillante Scharfschützen, mein Junge. Von ihnen könntest du den Umgang mit Schusswaffen erlernen. Ein gut ausgebildeter Schütze ist ein gefürchteter und mächtiger Gegner. Was erwartet uns bei den Eingeborenen? Es gibt ein Dorf im Westen, soweit ich mich erinnere. Aber ich schätze, so weit braucht man nicht zu gehen, um auf sie zu treffen. Wahrscheinlich sitzen die irgendwo im Dschungel. Meinst du, sie sind uns alle feindlich gesinnt? Ich hoffe nicht. Wir könnten ihre Speere und ihre magischen Kräfte gut gebrauchen. Aber bei den Molukken kann man sich nie sicher sein. Ein wenig Vorsicht scheint mir angebracht. Es würde mich beruhigen, wenn sie auf unserer Seite kämpfen. Wer hat schon gerne einen Feind, der dich verfluchen kann? Crow hat es irgendwie geschafft, sich mit ihnen zu verbünden. Wenn du herausfindest, wie, kannst du vielleicht auch ihre Freundschaft gewinnen. Und wer weiß, am Ende machen sie aus dir noch einen Voodoo-Hexler. Inquisition oder Eingeborene? Die Eingeborene auf unserer Seite zu haben, ist natürlich super. Aber wir wollen ja, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln wird. Oder die Geschichte. Aber wir wollen ja eigentlich nicht, also zumindest möchte ich das hier nicht, in Richtung Voodoo gehen. Auch wenn ich das furchtbar spannend finde, soll's aber nicht so der Bringer sein, munkelt man. Also es sind mehr so Unterstützungszauber und so weiter. Das ist ja prima und gut. Aber ich würde gerne auch im Rahmen der Storyline nach Risen 1 wieder mehr in Richtung Berserker gehen. Bestenfalls vielleicht noch einen leichten Schusswaffeneinsatz. Also würde ich sagen, wir müssten eigentlich zur Inquisition, weil die steht bei mir für Schwerter und Knarren und die Eingeborenen für Voodoo und Gezuppel. Lass uns Crows Schiff bei der Inquisition suchen. Wie du willst. Ich werde dir zeigen, wie man nach Puerto Isabella kommt. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Oh, was ist denn das? Rum! Ich dachte, die beiden saufen jetzt wieder. So, Grog und ein Bett und ein Kerzenleuchter. Was macht denn der hier? Oh, Bier und Käse und eine wackelnde Wand. Na, denen ging's aber ganz gut hier offenbar. Sogar ein schöner Pokal.
Ein schöner Pokal und Truthähne. So, ich speichere mal ab. Ich erkunde mal... Ich kann ja gar nicht mehr reden. Ich erkunde mal ein bisschen die Insel. Ein Krallenaffe. Zwei Krallenaffen. Hey, ich bin einer von euch. Na gut, dann wollen wir mal nicht so sein. Nein! Verdammt, jetzt habe ich aus Versehen Grog getrunken. Ich wollte eigentlich... Ach. Wie kann ich denn jetzt... Ah ja. Gut zu wissen. Ich muss mal kurz warten, bis die Knarre wieder aufgeladen ist. Ich muss ja mal probieren, wie das geht. Ich habe ja noch nie mit der Knarre ja geschossen. Aber zumindest nicht in Risen 2, ne? Was? Daneben? Ah, nicht im Rücken! Du Penner! Au! Ah! Oh, deine Fingernägel musst du ja mal wieder schneiden, Kollege! Okay, mit der Pistole müssen wir noch ein bisschen zielen. Das funktioniert noch nicht ganz so gut. Huh! Was mache ich denn? Wieso stecke ich dann das Schwert wieder weg? Auf jeden Fall machen wir mit der neuen Waffe, mit dem Säbel, machen wir deutlich mehr Damage. Das ist erschreckend. Wie sehr sich das schon bemerkbar macht. Bei 10 Minimumpunkten mehr, die wir jetzt haben, machen wir schon akkurat mehr Damage, muss man ja mal sagen. So, Kräuteropa geht wieder ein bisschen sammeln hier. Guck mal hier, Schädelblüte und so. Müssen nur aufpassen, dass wir hier im Dschungel nirgends abstürzen, weil man die Klippen nicht gleich so sieht. Eine Maki-Beere. Ein Blümchen. Ich muss mal gucken, ob sich ja auch nichts bewegt. Da hinten bewegt sich was. Nein! Nein! Au! Oh, nicht alle auf einmal hier! Mist! Ich muss mit der neuen Steuerung noch ein bisschen klarkommen. Ich versuche jetzt auch mehr auszuweichen, aber das Rollen geht ein bisschen schwerfälliger. Da brauche ich ein bisschen mehr Anlaufzeit für. Aber ich werde mich auch schon dran gewöhnen, da bin ich guter Dinge. So gegen Ende des Spiels kriegen wir das schon hin. Die letzten 3 Folgen. Eieieiei. Diese Poku-Pilze wachsen aber auch überall.